Moin allerseits und herzlich willkommen zum dritten und hoffentlich auch letzten Teil der Reparatur der Tannenbaumspieluhr. Wie ihr vielleicht hören könnt, ich bin erkältet. Da ich aber keine Zeit habe, irgendwie lange zu warten, dass die Erkältung weggeht, da wir jetzt den 20. haben und in 4 Tagen Heiligabend ist und dieser Ständer im Einsatz sein soll, kann ich es mir halt nicht erlauben, jetzt noch irgendwie zu warten, bis meine Erkältung so weit weg ist, dass ich ein qualitativ besseres Video machen kann. Insofern verzeiht bitte meine Stimme und dass ich vielleicht nicht so viel reden werde. Genau. Als letztes hatten wir uns angeguckt, welche Teile defekt waren. Und wir haben die vorbereitet. Hier kann man schön sehen, ich habe das Ganze hart gelötet. Das ist ein Silber-Gold-Lot, was ich verwendet habe. Die Naht wird sich nie wieder lösen. Die ist bombenfest. Feuer reißt restliches Material von dem Messing aus, als dass diese Lötung sich löst. Vor allen Dingen bei der Dicke von der Lötung. Insofern, das Zahnrad ist soweit fertig. Wie man hier sehen kann, ich bin mit der Welle nicht gerade glücklich, deshalb liegt da noch eine, dazu kommen wir gleich. Das große Problem war oder ist bei dieser Welle, dass sie in diesem Gebiet und in diesem Gebiet ebenfalls gebogen und ja krumm sind, genauso wie in den Zapfen. Ich habe das Ganze zuerst hart gelötet, hier sieht man noch so die Reste, mit der Hülse, die wir gedreht hatten. Daraufhin habe ich festgestellt, also dazu muss man sagen, ich habe noch Aufnahmestücke für beide Seiten gemacht, um das Ganze dann in einem V-Block, einer Aufspannung zu löten, damit es wirklich gerade bleibt und kozentrisch, also das Ende und das Ende kozentrisch. Das große Problem war, dass nach dem Löten das Ende und das Ende zwar kozentrisch war, aber in der Mitte halt alles am Wabbeln war, obwohl ich halt den Durchmesser mit den anderen beiden Durchmessern korrekt ausgerichtet hatte. Woran das lag, leider Gottes, war die Welle oder ist die Welle in mehreren Gebieten auch noch in sich verbogen durch irgendwelche Kräfte und so weiter, weshalb sie halt nicht rund läuft. Nachdem ich das herausgefunden habe, nachdem ich das Herd gelötet hatte, das Ganze habe ich die Lötung wieder auseinandergenommen. Also sprich, ich habe das Ganze wieder heiß gemacht, kopfüberhaltend, dass die Teile sich trennen und runterfallen. Habe die Lötstellen alle komplett wieder neu sauber gemacht, habe eine neue Hülse gedreht und habe das als nächsten Schritt weich gelötet, weil ich dachte, dass ich nach dem Ausglühen von der Welle, deshalb ist sie auch so schwarz, die vielleicht richten kann. Das Problem ist dabei, dass das irgendeine Art von Lufthärterstahl ist. Das ist eine uralte Uhr, man weiß nicht, was das jetzt für ein Stahl ist. Heutzutage benutzen wir Uhrmacher Silberstahl, um Wellen zu fertigen. Der ist wasser- und ölhärtend. Was bedeutet, man kann ihn halt einfach heiß machen und langsam abkühlen lassen und er wird weich. Das bedeutet, wir können ihn besser bearbeiten. Der Stahl von dieser Welle wird halt nicht von alleine weich, wenn man ihn heiß macht und einfach abkühlen lässt an der Luft, sondern im Gegenteil wird hart. Und ich dachte halt nach dem Hartlöten, dass ich zu viel Temperatur reingebracht hatte und deshalb der wieder hart geworden ist, weil ich konnte ihn gar nicht formen. Daraufhin habe ich anschließend weich gelötet. Nachdem ich das alles nochmal weich geglüht habe. Und es gibt halt bei Lufthärtern eine Möglichkeit, die weich zu kriegen. Und das ist halt beispielsweise einen Sandeimer nehmen, das Teil heiß machen und im Sand verbuddeln. Oder halt in Isolation einpacken oder irgendwie sowas. Wenn man den Stahl extremst langsam abkühlen lässt und anschließend nochmal anlässt, dann kriegt man ihn so weich, dass man ihn formen kann. Auch kalt formen. Heiß richten ist bei so einer Welle keine Option, weil man zu viel Verzug in das Material reinbringt. Vor allen Dingen ist das Ganze zu klein und sind die Biegungen zu fein, um das heiß zu machen. Heiß richten geht bei großen, groben Sachen, aber nicht bei so feinen. Die muss man, wenn dann, kalt richten. Ging halt auch nicht. Daraufhin habe ich es halt weich gelötet, in der Hoffnung mit Aufspannung und nochmal ausrichten und allem, dass ich das wenigstens so hinkriege, dass dieser Zahnradbereich vorne, den habe ich extra kleiner gewählt, dass ich wenigstens diesen kleinen Bereich gerade laufen kriege, kozentrisch mit den beiden Achsen. Das hat leider auch nicht hingehauen. Woraufhin mir nur eine Option, beziehungsweise zwei Optionen in den Sinn kamen. Erste Option, Welle neu drehen. Da ist das Problem, dass wir hier ein Sonderprofil haben. Dieses Profil ist, wenn man sich es genau anguckt, quasi ein Gewinde, in Anführungsstrichen. Es hat aber keine normale Gewindesteigung.
Das bedeutet, man kann es nicht einfach mit irgendeiner Drehmaschine drehen, sondern man braucht nicht nur den richtigen Formdrehmeißel, sondern im Endeffekt braucht man eine angetriebene Welle und eine Kopierfräsmaschine in Anführungsstrichen, wo wir halt das Ganze drehen würden in der Steigung, die wir hier haben, plus dann mit einem Formwerkzeug das Ganze ausfräsen, während wir das drehen. So werden beispielsweise auch in der Industrie Spiralrollen und Walzen gemacht. Auf die Art und Weise könnte man das herstellen. Ich habe die Maschinen dafür nicht. Und um sich die Vorrichtung zu basteln, die dafür nötig wäre, bräuchte ich zu lange, als dass ich innerhalb von jetzt noch verbleibenden 4 Tagen eben so eine Welle fertig machen kann. Oder als ich zu diesem Punkt kam, waren es noch 1,5 bis 2 Wochen, die ich gehabt hätte. Und nie im Leben hätte ich es geschafft, die Maschinerie dafür herzustellen und zu basteln, um dieses Teil zu bauen. Dadurch blieb nur eine Option übrig. Und das ist das hier. Das ist eine Welle aus einem baugleichen Werk. Ich habe das ganze Werk kaufen können mit Ach und Krach und viel Glück. War gerade eins online. Das Ganze stammt von eBay. Ich kann nicht die obere Platine verwenden, wo eindeutig mal eine unschöne Reparatur gemacht wurde, die ich aber lasse, sondern ich werde nur die Welle verwenden, zusammen mit dem zugehörigen Zahnrad. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum nimmt er das Zahnrad von dieser Welle? Ganz einfach, diese Teile sind auch schon alt und aufeinander eingelaufen. Und das bedeutet, unser Profil, das wir hier haben, das haben wir auch hier in den Zähnen. Würden wir jetzt ein anderes Zahnrad nehmen, für die Schnecke hier, also das nennt man eine Schnecke, dann würde das Ganze unter Umständen auch wieder hakeln und nicht richtig laufen. Insofern, die Teile müssen zusammenbleiben. Das einzige Problem ist, was wir haben, wenn man die Teile zusammen nebeneinander hält, ich denke, ihr könnt es sehen, die neue Welle ist ein Stück kürzer als die alte. Wir können auch hier schön sehen, in dem Bereich, wo die alte Welle gebrochen ist, dass sie, also, die neue ist eine neuere Generation. Das hier ist eine relativ alte Spieluhr, die ich repariere. Also von den ganzen Spieluhren, die es so gibt. Von dieser Bauform und Art von diesem Werk. Und das hier ist eine neuere Version. Ungefähr schätzungsweise 50 Jahre später entstanden. Und die haben das Profil dieser Welle halt geändert. Sie haben hier eine Verstärkung hingesetzt und auch das letzte Ende verstärkt, wo diese Form aufhört. Und hier kann man auch sehen, wie es gefertigt wurde. Es wurde eindeutig gefräst, während der Drehung gefräst. Und an der Stelle ist halt unsere Welle gebrochen. Und sie haben halt das anscheinend erkannt als Schwachstelle und haben das gleich verstärkt im Bau. Was wir jetzt machen müssen, damit diese Welle in dieses Werk reinpasst, ist im Endeffekt die Welle verlängern. Wellenverlängerung oder auch wenn einer der Lagerzapfen abgebrochen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Es gibt einmal die Möglichkeit, eine Hülse draufzusetzen mit einem Ende, wo wir dann sozusagen unseren neuen Lagerzapfen draufdrehen. Und es gibt die andere Möglichkeit, die bedeuten würde, was auch immer übrig ist, abzudrehen, Bohrung reinzusetzen und in der Dicke sozusagen neuen reinzusetzen oder halt in der äußeren Dicke. Die dritte Möglichkeit ist, entweder, wenn halt das Ende abgebrochen ist, ein Stückchen weiter hinten abzusägen und ein neues Teil drauf zu löten oder zu schweißen. Wenn man die Möglichkeit hat für einen Punktschweißer, wunderbare Anwendung, also Laserpunktschweißer. Ja, also die drei Möglichkeiten sehe ich so. Es gibt noch mehr, keine Frage. Aber die wären so als erstes, käme als erstes in den Kopf. Was ich bei dieser Welle machen werde, ist, ich werde die nicht absägen. Ich werde die auch nicht bohren und da was reinsetzen. Was ich machen werde oder möchte, ist, ich möchte auf hoffentlich der hinteren, also auf dieser Fläche spannen mit einer Spannzange in der Uhrmacherdrehmaschine und den Teil hinter dem Lagerzapfen will ich abdrehen und anschließend auf den abgedrehten Bereich in dem gleichen Durchmesser ein Stück Metall oder besser gesagt Silberstahl aufsetzen. Das Ganze möchte ich mit einer Schrumpfpassung machen. Das bedeutet, ich mache das äußere Teil, was ich draufsetze, heiß. Und wenn ich es drüber gesetzt habe
und es abkühlt, sitzt es da drauf bombenfest und du kriegst es nicht wieder runter. Auf die Art und Weise habe ich die gleiche Oberfläche. Ich habe halt eine längere Welle, wo ich dann auf die Länge, die ich brauche, den Lagerzapfen wieder drehen kann. Das ist der Plan für diese Welle. Ich denke, dass ich nicht viel von den Dreharbeiten zeigen werde, aufgrund von Stimme und Zeit. Ich versuche nach der Einrichtung einmal zu zeigen, wie ich das Ganze gespannt habe und wie ich damit anfange. Und wenn das Ganze fertig ist und das nächste Teil aufgesetzt wird, werde ich auch nochmal vielleicht einen Clip machen und euch zeigen, wie das abläuft, das Aufsetzen. Und wenn das aufgesetzt ist, ja, die Fertigstellung von dem Lagerzapfen. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Teil in der Drehmaschine ist. Gut. Ich habe die Welle jetzt eingespannt in eine Spannzange. Als Widerlager dient eine hohle Zentrierspitze. Die hat den Vorteil, dass sie in diesem Fall einen durchgängigen Schlitz hat. Das bedeutet, ich kann an der Stelle Öl hineintropfen, um den vorderen Teil der gewölbten, schalenförmigen Zentrierspitze zu ölen, sodass unser Lagerzapfen in der Zentrierspitze nicht heiß läuft. Bevor wir jetzt die Maschine anschalten und benutzen, ölen wir einmal die Lager. Und natürlich jetzt unsere Spitze. Bewegen das alles einmal durch. Schalten ein. Was ihr da gerade gesehen habt, weshalb das angefangen hat zu eiern, weshalb ich jetzt die Zentrierspitze nachgestellt habe. Ich habe die ganze Welle in die Spannzange reingedrückt. Zum Messen werde ich jetzt einen IKA-Feintaster benutzen. Ihr könnt das Ganze jetzt nicht ablesen. Dafür müsst ihr da auf meine Aussage vertrauen, was ich gerade messe. Das sind 2,175 mm. Was ich jetzt machen werde, ist, ich hole einmal eine Rollierfeile. Und wir gehen dann nochmal mit der Rollierfeile drüber, dass wir so um und bei noch 2,1 als Maß haben. So. Hier habe ich eine Rollierfeile. Rollierfeilen haben typischerweise zwei Seiten. Eine mit einem Hieb und eine ohne Hieb, die geschliffen ist. Die mit Hieb ist die grobe, die Schrubbseite. Mit der werden wir jetzt im Laufen halt immer drauf gehen. Wichtig beim Rollieren ist, immer gegen die Drehrichtung zu arbeiten, abzunehmen und wieder gegen die Drehrichtung zu arbeiten. Auf die Art und Weise erzielt man eine bessere Oberfläche. Man kann das auch gerne mit Öl machen, da drauf. Wenn man eine feinere Oberfläche haben möchte, schon mit der Schrubbfeile. Mit der Schlicht- oder Polierfeilenseite ist es legitim, Diamantpaste zu benutzen, wenn man die Wellen gehärtet hat. Also normalerweise dreht man die Wellen, dann härtet man sie, anschließend rolliert man sie. Das Rollieren ist dafür da, um das Endmaß herzustellen und die Oberfläche des Lagerzapfens auf Hochglanz zu polieren. Warum poliert man einen Lagerzapfen? Ganz einfach. Man poliert ihn, um eine bessere Gleitwirkung in dem Lager herzustellen. In diesem Fall wollen wir keine Gleitwirkung herstellen, sondern nur eine Passung. Und dafür werde ich einfach die Schrubbseite benutzen. Und 3-4 Hiebe werden wahrscheinlich ausreichen. Das Ganze dient auch in diesem Fall, die Oberfläche, die ich jetzt gedreht habe, glatter zu kriegen. Das bedeutet, als ich den Drehmeißel gekantet habe, so gedreht habe, war das schon das Schlichten sozusagen, das Schrubben, also das viele Abnehmen, wird mit der Spitze gemacht.
wo wir die Spitze halt reindrehen ins Material, umsetzen und wieder reindrehen. Dadurch haben wir so eine bogenförmige Oberfläche. Die glätten wir mit der Kante vom Drehmeißel, um die glatt zu kriegen. Und danach halt mit der groben Rolierfeile, was heißt grob, ne? Um die Oberfläche nochmal glatter zu kriegen und gleichmäßiger. So, wir können, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber die Oberfläche ist wesentlich glatter und sauberer. Das bedeutet, wir werden sie auch jetzt präziser haben. Jetzt nehmen wir nochmal unser Maß ab. 2,13 an der hinteren Kante. Das bedeutet, meine ganze Welle, die ich jetzt gerade gedreht habe, fällt in Richtung Zentrierspitze ab. So. Jetzt haben wir nur noch einen Unterschied von einem Hundertstel in der Oberfläche. Das ist gut genug für das, was wir vorhaben. Das bedeutet, wir suchen uns jetzt einen Bohrer und ein Stück Silberstahl, was wir einspannen. Dann bohren wir das Loch rein. Dann werden wir das Ganze aufschrumpfen auf die Welle, auf die Passung, die wir gerade gedreht haben. Wenn wir das aufgeschrumpft haben, dann wird das alles wieder mit der Welle, so wie sie jetzt drin ist, eingespannt. Und danach werden wir die Oberfläche einmal komplett plan drehen. Und anschließend den Lagerzapfen neu drehen. Das ist der Plan. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich gleich, bevor wir das Ganze aufschrumpfen, den vorhandenen Lagerzapfen abknipsen, dass wir weit genug drauf kommen mit dem Stück, weil wir nicht die Länge von dem Lagerzapfen quasi an Luft brauchen oder als Verlängerung brauchen. Würden wir das brauchen, hätte ich ihn nach Möglichkeit bestehen lassen. Auf die Art und Weise hätte man die Welle auch wieder umfunktionieren können, hätte man das gewollt. Das ist in dem Fall aber nicht möglich. Insofern werde ich den abnehmen. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich das Stück Silberstahl eingespannt habe. Es sind einige Stunden vergangen seit dem letzten Clip auf der Drehmaschine. Das Teil, also die Welle, habe ich abgedreht. Ich habe ein Stück Silberstahl genommen, eine Bohrung reingesetzt und die Welle dann der Bohrung noch weiter angepasst und roliert. Anschließend habe ich das Stück mit der Bohrung auf die Welle aufgeschrumpft. Deshalb sieht man hier auch noch so ein paar Temperfarben. Und anschließend habe ich auf dem Stummel, den ich aufgesetzt habe, den Lagerzapfen neu gedreht. Der passt jetzt auch wieder in das Werk rein. Habe ich überhaupt noch ein Bild? Nein. So. Und hat da die richtige Menge Spiel und ist auf Hochglanz rolliert. Vermutlich wird man es nicht auf der Kamera sehen. Und die Welle hat jetzt die richtige Länge, dass sie noch ein bisschen Vor- und Zurückspiel hat, wie die alte Welle. Oder wie die Welle hatte in ihrem eigentlichen Werk. Daran habe ich mich hauptsächlich orientiert. Ich habe eine Probezusammenbau gemacht und habe dabei festgestellt, dass der Stift, der hier drin sitzt, dass der, also das ist das Aufzugszahnrad, unten hängt die große Feder dran. Der Stift war komplett einmal gebrochen an zwei Stellen. Das bedeutet, die Welle drehte sich halt lose in dem Zahnrad, was die Rasten drauf hat für den Aufzugsmechanismus. Daraufhin habe ich jetzt den Aufzugsmechanismus quasi zerlegt, eine neue Welle gefertigt, also beziehungsweise den Stift neu gefertigt und den eingesetzt. Und wir können jetzt das Ganze einmal wieder zusammenbauen. Warum das passiert ist, kann ich nicht genau sagen, warum das Teil kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall war es abgeschert. Das sieht irgendwie ein bisschen krank aus.
Hier ist Zahnrad falsch rum. Oh, weia. So sieht das richtig aus, ja. Gut. Und um das Ganze zusammenzuhalten, ist hier diese Hülse oben drauf aufgeschlagen worden. Das werde ich gleich auch einmal machen. Das werde ich nicht filmen. Wir sehen uns wieder, wenn das fertig ist. Das insofern soweit. Weiter habe ich auch noch den Stift hier wieder eingesetzt und das ganze Teil wieder eine Einheit gemacht. Genau. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt gleich einmal die Hülse da wieder draufgeschlagen haben, ist alles so weit, dass ich anfangen würde, alles wieder zusammenzusetzen. Nun, dass das Ganze wieder eine Einheit ist und auch wieder fest ist, können wir jetzt einmal das Zahnrad fetten. Ja, wieder Fett überall hingeprügelt. Einmal das restliche Fett mit einem Q-Tip abwischen, dass wir da nicht so viel Überstand haben. Alles klar. So, ich habe die Feder hier schon einigermaßen drin liegen. Es wird ein absoluter Krampf, das Werk zusammenzubauen. Das kann ich von der Probe schon sagen. Weil diese Feder halt einfach so riesig ist. Wo wir jetzt drauf achten müssen, ist, dass erstmal die Feder hier unten drinne in ihren Haken einrastet. So, das ist eingerastet. Das kann man auch schön sehen. Dann können wir die Feder vorpositionieren. Ja, schmeiße ich mein Fett um. Ja, so. So. Ich denke, ihr könnt sehen, warum das absolute Grauen wird. Weil die Feder ist insgesamt da rein, in das Loch. Dahin. Verzeiht. Wie gesagt, ich bin krank. Und hier rundherum müssen halt noch andere Teile hin. Bedeutet, wir haben eine Vorspannung auf dieser Feder, mit der nicht zu spaßen ist, der wir aber leben müssen, um die restlichen Teile eingebaut zu kriegen. Wir haben das Zahnrad. Das muss. Oh Gott! Dahin. Ich wünsche mir jetzt wieder 8 Arme, so ungefähr. So, das dahin. Das kommt dahin. Oh. Das kommt dahin. Scheiße, jetzt habe ich das noch nicht zusammengebracht. Okay, Cut. Das als nächstes, dass die Glocken dran sind. Obwohl, wir können auch zuerst das ganze Werk auf die Platte draufschrauben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil dann werden wir noch so ein paar andere Teile hier vom Tisch los. Einen Moment. So, ich habe das Uhrwerk, oder das Spielwerk, besser gesagt, erst einmal da drauf platziert auf der Holzplatte. Ihr könnt sehen, ich habe die geleimt. Sie ist jetzt wieder ein Stück Holz. Nicht 3 Stücke Holz mit 2 Messingstreben. Insofern, ja. Muss jetzt gerade mal gucken. Ja, das war. Dann schrauben wir jetzt im Endeffekt das Spielwerk erstmal wieder fest. Ich meine, es waren 2 Fixierschrauben. Oder 2 Schrauben, die es drin gehalten hat.
Eine hier und eine da. Was wir sie zerlegt hatten. Die nochmal lösen. Nudel, 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 Nudel. Klick. Klick. Das läuft weiterhin gut. Die Feder ist halt bloß jetzt fast komplett entspannt, deshalb läuft es nicht mehr so ohne weiteres von alleine. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so. Als nächstes haben wir hier den Glockenbaum sozusagen, der aufzustellen ist. Der wird hier fixiert und zwar mit einer solchen Schraube. So. Nudel, 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 Nudel. Für mich persönlich zu lose. Mal gucken, ob die andere Schraube, die wir haben, kürzere Schulter hat. Nee, ist genau gleich lang. Dann erklärt es aber auch die Unterlegscheiben. Denke ich mal. Glaube ich mal. Dass die nämlich ja, Abstandshalter sozusagen sind und auch für eine Vorspannung im Gewinde sorgen. Etwas fest. Das fühlt sich besser. Dann haben wir hier die eine Feder. Leider habe ich keine neuen Federn. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch ein, zwei. Aber leider sind die alle viel größer. Und damit auch stärker und passen nicht zu dieser Spieluhr. So, das kann ich noch mal zubiegen. Ja, ihr werdet das sowieso nicht sehen können. Das mache ich, ohne dass die Kamera läuft. Alles klar. So, geht drauf, Glöckchen. Klack. Na, das Schröpfchen könnte noch ein Tick fester. So, Glocke 1, Glocke 2 lernen wir auch aus. Achso. Boine vergessen. Abstandshalter. Drauf die Mutter halt. Stimmt auch wieder mit Unterlegscheibe, ne? Nee, definitiv nicht. Komisch. Und wieder der Nusssatz. Ja, schmeiß gleich die Nuss weg. So. Das klingt. Das gut. Sieht gut aus. Passt. Gut. Das ist vorübergehend erstmal an seiner Stelle. Dann haben wir hier die Vorrichtung zum Dämpfen. Probe halten. Das sieht gut aus. Da haben wir kein Metall, das scheuern kann, sondern nur das Kunstleder. Indem man das dagegen drückt, bremst man halt das Werk. Also wenn das jetzt läuft.
Na, muss ich das noch kürzen, das Wimpelchen? Ja, ich muss das noch ein Stück kürzen. Okay, nochmal losschrauben. Das sieht noch besser aus. Dann stoße ich jetzt da wahrscheinlich auch nicht mehr gegen. Ja, richtig. So ist gut. So mögen wir das. Ole ist Chlor. Und auf die Art und Weise hält man halt die Spülung an. Läuft, läuft nicht mehr. Läuft wieder an, läuft nicht mehr. Das ist gut, das funktioniert, das freut. So, Teil 1 installiert. Teil 2 wäre... Na gut, dazu kommen wir später. Die Teile brauchen wir noch. Ja gut, die Brücke kommt noch dazwischen. Das ist gleichzeitig die Achsenhalterung für unseren Schlagbaum. Der dann sozusagen so sitzt. Und da rumlaufen kann. Das kommt aber gleich. Dann haben wir noch den Dorn hier. Habe ich da noch was vergessen? Ja, ich habe da noch was vergessen. Da unten kommt noch die eine Schraube rein. So. Kommt dahin. So, ich bin soweit fertig mit der Uhr. Ich habe den Deckel noch ein bisschen ausgebeult, aber auch noch ein bisschen. Da waren arg Berg und Tal drin. Die kleineren Sachen habe ich jetzt drin gelassen. Das würde nochmal 4-5 Stunden dauern, das alles haarfein auszubeulen, dass das wirklich komplett glatt ist. Genau, hier sieht man jetzt schön das Spielwerk. Die Walze habe ich angebracht, die habe ich sauber gemacht und geölt. Da sind hier einfach zwei Schrauben, dann kann man das Ganze zur Seite kanten und rausziehen. Die Mittelwelle ist mit der Walze verbunden, aber nicht fest, sondern an der Seite ist noch ein Mechanismus zum Verschieben der Walze. Wenn die eine komplette Umdrehung gemacht hat, dann wird die Walze um einen, ja, um was weiß ich wie viel Millimeter verschoben, um auf die Art und Weise eine zweite Melodie auf der Spielwalze zu spielen. Das ist alles wieder gangbar und geschmiert und eingestellt. Einige Töne klingen ein bisschen schief und hier und da fehlt vielleicht mal einer. Die ganzen Stifte sind vorhanden, da fehlt keiner, das habe ich überprüft. Aber hier und da sind welche krumm. Man sieht schon von Anfang an, da war auch Wachs drauf, Festes. Ich werde nicht versuchen, die Teile zu begradigen, weil ich Schiss habe, dass sie mir abbrechen werden. Insofern lasse ich sie erstmal so, wie sie sind. Ja, ist halt so. Dann zum Glockenspiel. Das geht leider nicht. Hier fehlen irgendwelche Teile. Also das Kammrädchen hier, hätte ich beinahe gesagt, das dafür zuständig ist, das Glockenspiel zu aktivieren. Das rastet da zwar ein und lässt sich dann auch bewegen, ganz gut. Ich habe den jetzt ausgestellt eigentlich. Aber das Problem ist, dass der halt nicht von dem Hauptrad angetrieben wird. Beziehungsweise zwar angetrieben wird in der Hinrichtung, aber nicht zurückgeholt wird. Also man müsste jedes Mal den Deckel aufschrauben und das Zahnrad wieder zur Startposition zurücken. Dann wieder alles zumachen, um dann nochmal die Melodie zu hören, die ja dann hier klingelt. Wie gesagt, da fehlen Teile. Ich weiß nicht welche, ich weiß nicht wie sie aussehen, ich weiß nicht welche Maße sie haben, also kann ich sie nicht nachbauen. Ich bin dabei, mich zu erkundigen nach den Teilen, wie die aussehen könnten oder ausgesehen haben. Wenn ich davon irgendwelche Bilder oder sonst was finde oder kriege, seid gewiss, dass ich die Uhr nochmal auf den Tisch nehme und dann nochmal die Teile nachfertige und hier reinsetze. Aber im Moment, wie jetzt der Status ist, ist halt das so, dass ich nicht weiß, welche Teile da reingehören. Wenn jemand von euch da eine Idee hat oder weiß, was da reingehört, gerne schreiben, gerne melden. Informationen dafür sind sehr, ja, sehr bevorzugt.
Genau. Unser Windtrieb, hier liegt noch ein Splint von einer anderen, vom Ersatzwerk, funktioniert gut, unser Windfang. Unsere Bremse funktioniert. Spielwerk funktioniert. Das führe ich euch auch gleich nochmal vor, dass ihr die Melodie auch nochmal kennengelernt habt. Ich habe bei dem eigentlichen Baumhalter hier bei der einen Schraube eine neue Scheibe gedreht und drauf genietet. Dass die so eierig ist, macht nichts. Die anderen sind genauso eierig, wenn nicht sogar eieriger. Und die beiden Schrauben, die hier dran waren, mit diesen großen Schraubenköpfen, die die Deckplatte zerkratzt haben, da habe ich die Schraubenköpfe jetzt abgedreht, sodass die halt quasi Gewindestange mit Schlitz drin sind. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, wahrscheinlich zu wenig Licht. Ich habe die Gewinde unten auch angespitzt, dass sie hier in die Vertiefung von der Welle reingreifen können und besser arretieren. Das sind die Veränderungen dazu, die ich gemacht habe. Genau, dass ich da drin den Splint ausgetauscht habe, habe ich euch gesagt. Das habe ich gemacht. Hier unten drunter das Zahnrad, was da drunter sitzt, was wir gelötet haben. Da fehlten sogar noch Teile, die eigentlich fürs Glockenspielmechanismus und so weiter da sind. Ich habe jetzt da das Zahnrad aus dem Ersatzwerk reingeschmissen. Ich habe euch das nicht nochmal gezeigt, wie ich das ganze Werk nochmal zerlege, das andere Zahnrad da drauf schmeiße, das alles wieder zusammensetze. Ich denke, das ist langweilig, weil es im Endeffekt die gleichen Schritte sind, bloß nochmal. Insofern ist jetzt noch ein anderes Zahnrad drin. Es funktioniert einwandfrei. Und ich würde vorschlagen, dass wir einmal die Melodie anhören. Wie gesagt, klingt ein bisschen schräg hier und da, aber das ist, wie es ist. So, das dürfte reichen. Das läuft. Falsch rum. Jetzt kommt die zweite Melodie. Stille Nacht und Udo Fröhliche. Das sind die beiden Melodien, die sie spielt. Und normalerweise alle halbe Umdrehung davon halt das Geklingel dazu. Aber das geht nicht. Jetzt sind wir wieder bei Udo Fröhliche. Ich hake das Ganze jetzt mal wieder aus. Jetzt ist sie still, jetzt würde sich nur der Baum drehen. Also das ist im Endeffekt das Spielwerk dazu. Dass die Glocken nicht funktionieren, ist schade. Wie gesagt, ich bin noch auf der Suche nach Teilerklärungen dafür, warum das so nicht geht. Ja. Ich würde sagen, wir montieren die Haube einmal wieder und nennen die als abgehakt oder nehmen die Uhr als abgehakt hin. So, hier rundherum sind Schraubenlöcher. Ich habe dafür neue Messing-Schlitzschrauben besorgt. Da waren grässliche verzinkte Holzschrauben drinne, das Da weigere ich mich, die wieder reinzudrehen. Das ist eine alte Uhr. Die soll dann auch bitte schön die richtige Hardware haben. Alles andere wäre Sünde. Naja, im Endeffekt nudel ich jetzt so einmal die Schrauben rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, voilà. Ich habe auch mal den Baumhalter wieder aufgesetzt und eingeschraubt. Und so ist jetzt der Ständer im Endeffekt wieder komplett. Mit der Funktion des Spielwerks einschalten, ausschalten, anhalten, weiterlaufen lassen. Glockenspiel funktioniert nicht. Bäumchen dreht sich wenigstens. Genau. Aufziehen kann man wieder. Ich würde sagen,
Das ist das Ende der Reparatur und Instandsetzung dieses Tannenbaumständers. Zumindest erstmal. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich denke mal, dass das Video irgendwie so nach Weihnachten online kommt. Jetzt haben wir den 22. Und so wie ich mich kenne, oder wie ich mein Pech kenne, brauche ich irgendwie 2 Tage, um das zu schneiden und zu rendern und hochzuladen. Bei meinem Schneckeninternet. Und bis ich dazu dann Zeit gefunden habe, weiß ich auch nicht wann. Insofern weiß ich nicht, ob jetzt sogar schon das neue Jahr ist, wenn ihr das seht hier seht oder nicht. Insofern alles Gute und bis zum nächsten Mal.